Hallo liebe Kaffee-Liebhaber. Heute habe ich eine etwas andere Maschine, die ich mir immer schon mal anschauen wollte und die gerade neu am Markt ist. Und ich dachte, das könnte euch auch interessieren. Ich schaue mir heute die Jura Ono an und zeige dann nachher, was es mit dem Ding auf sich hat. Wir vergleichen sie ein bisschen, vielleicht mit einem echten Siebträger und schauen, was Jura mit dieser Maschine eigentlich machen will. Also bleibt dran. Bekannt ist Jura ja eigentlich für ihre Vollautomaten und da im ganz Speziellen eigentlich für die Vollautomaten für den Bürobereich, weil das können sie verdammt gut. Gutes Service, gute Geräte einfach zu bedienen zu einem ziemlich fairen Preis in dieser Region. Dafür ist Jura bekannt. Jetzt haben sie mit der Ono gesagt, wir nehmen uns einen Vollautomaten und dekonstruieren ihn. Und wir kommen ja aus der Architektur und dekonstruieren von Sachen ist immer ein guter Ansatz, etwas neu anzuschauen. Ich nehme ein Grundkonzept, zerlege es in die Einzelteile und setzt die vielleicht ein bisschen anders zusammen und genau das ist die Ono. Das machen wir jetzt, wir nehmen uns den Vollautomaten und dekonstruieren ihn. Das haben wir jetzt gemacht, woraus besteht ein Vollautomat und was sind so die Komponenten, die ich mir da eigentlich anschauen muss. Was macht ein Vollautomat? Ich gebe oben Bohnen rein, die werden frisch gemahlen, die Maschine von alleine komprimiert mir dieses Mahlgut, hat es vorher auch in der Menge entsprechend abgewogen, gemessen, so in die Richtung, da ist jede Maschine ein bisschen anders das sozusagen, also drückt den Puck zusammen, dann kommt er in eine Kammer und dort wird der Kaffee gebrüht mit Druck und der Kaffee kommt raus und dann wird der Puck wieder entsorgt in den Abwurfbehälter. Das macht alles ein Vollautomat für einen. Und jetzt hat sich Jura gedacht, dekonstruieren wir das ein bisschen und schauen wir, wie man den Bediener vielleicht so ein bisschen das Siebträger, das Pressemaschine und Feeling geben kann, ohne zu überfordern. Und wie ich das System das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, was soll das? Was ist das? Ich habe mit Jura Österreich geredet und gesagt, ich würde das einfach gerne probieren. Die Antwort war mein Favorit. Red nicht zu viel darüber. Die Maschine ist zu gut für das Geld. Ich habe mir gedacht, genau dann muss ich sie mir genau anschauen. Ähm, Jura verkauft dazu eine Mühle. Das heißt, wir haben jetzt hier mal das Setto mit der Mühle und der Jura Ono. Und das Prinzip, ich erkläre es nicht gern. Ich zeig's euch mal, was da passiert. Um, und wie das ablaufen soll und was hier vielleicht der Unterschied ist. Und am einfachsten schnappen wir uns mal eine Tasse und machen wir mal einen Kaffee und dann reden wir drüber. Da haben wir die Tasse und jetzt geht das Ganze los. Wir fangen mit der Mühle an und malen dann mal Kaffee durch und ich rede nachher drüber, worauf man da hier achten sollte. Und dann schalten wir die Maschine an. Und ihr denkt sich jetzt vielleicht, uh, da schaltet jetzt erst die Maschine an, kurz bevor er es macht. Und das sollte genau das Prinzip von der Maschine sein. Sie ist verdammt schnell auf Temperatur und ich kann damit verdammt schnell Kaffee machen. Und wir können die anderen Schritte in der Zwischenzeit schon ziemlich gut machen. Kaffee kommt hier in die Maschine rein, der Deckel kommt wieder drauf. Jetzt tempen wir sozusagen. Taste drunter und Kaffee machen. Leise ist immer richtig schön. Da haben wir ihn, den Kaffee. Was haben wir heute gemacht? Ich habe mir mal einen Kaffee genommen, der generell aus einem Vollautomaten sehr gut funktioniert. Ich habe mir einen Rikiko Master genommen. Es ist ein Kaffee aus Bologna. Dunkel geröstet, aber trocken. Dadurch mögen Vollautomaten sehr gerne, aber auch Siebträger. Normalerweise erwarte ich mir einen wahnsinnig cremigen Kaffee. So leicht mandelig, ein bisschen Schokolade, ein bisschen nuckert, Nicht zu kräftig. 60 Rabiger, 40 Robuster. Genau das Richtige. Schauen wir mal. Also auch so eine Tasse schreit nicht sofort nach, uh, ich komme aus einem Vollautomaten. Das ist schwer zu sehen und uh, das geht auch mal als siebträger durch. Oh wow. Wahnsinnig cremig. Super dicht. Und, oh, der ist geschmackig. Richtig, richtig gut und mega süß. Und ich gehe jetzt gleich mal darauf ein, was da anders ist als beim Vollautomaten. Um darüber zu reden, habe ich mal die Waage geschnappt und jetzt zeige ich euch, worum es da eigentlich geht. Als erstes einmal, Tempo nach oben, drehen wir das einmal herum. Ich zeige euch nachher, was es dann damit auf sich hat. Aber jetzt machen wir nochmal einen Kaffee und gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Nummer eins, was Jura sagt, ich habe diesen wunderbaren Messbecher dabei und der hat eine Markierung hier drauf. Und da ist so für eine Bohne und zwei Bohnen. Das ist so die Maximalmenge, die man da rein tun kann, weil sonst der Temper damit nicht zurechtkommt. Und wenn man sich daran hält, funktioniert das absolut perfekt. Es interessiert mich natürlich, wie viel Gramm ich bei der Mahlung, bei dem Kaffee eigentlich drinnen habe. Das Thema ist natürlich, das ist eine volumetrische Messung, die natürlich bei einem Mahlgut sehr relativ ist, weil abhängig davon, wie, wie grob ich male. Wenn ich grob male, habe ich mehr Kaffee drin, also volumetrisch mehr. Und wenn ich fein male, kriege ich da verdammt viel Kaffee rein. Aber wenn es zu fein ist, verstopft die Maschine. Die Mühle hat acht Stufen. Ich bin hier auf der zweitfeinsten und die hat sich eigentlich wirklich bewährt. Und wir werden jetzt mal schauen, wie viel wir da eigentlich im Kaffee drin hatten an Kaffee. Ein bisschen was geht noch. Das ist die Mühle, die Sie sonst in Ihren Vollautomaten verwenden. Und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Leise, schnell, ziemlich sauber. Also das geht sehr gut damit zu malen. Schauen wir mal, wie viel Kaffee wir da haben. Ja, Sie sagen 7 bis 14 Gramm. Und ich habe genau 14 Gramm drinnen. Aber das heißt auch, dass ich dann in einem Espresso 14 Gramm Kaffee hatte. Und das ist natürlich super. Weil das ist etwas, wo die meisten Vollautomaten bei einem Einzelshot meistens nicht mit können. Und das ist auch so der große Unterschied, den ich festgestellt habe von der ONO zu einem normalen Vollautomat. Weil die Maschine verarbeitet den gemahlenen Kaffee, aber der große Schmäh ist Nummer eins, die Mühle ist außerhalb. Das heißt, ich mag mit dem Kaffee und habe da ein bisschen mehr Kontrolle, was da reinkommt. Das ist eine super Geschichte ich kann relativ viel reintun. Also 14 Gramm in Einzelportion ist natürlich Bombe. Aber was auch noch hinzukommt, ist, dass ich selber temper. Das heißt, das wird der Maschine auch abgenommen. Es gibt natürlich das Feeling, hier mehr Kontrolle zu haben, wobei ich eh nur auf eine Einstellung tempern kann. Aber da haben sie sich natürlich auch einen Schritt rausgenommen, um eine Maschine zu machen, die verdammt günstig ist und dann gut funktioniert. Weil alles, was die Maschine dann macht, ich habe einen schön gemahlenen, selber getemperten Puck. Die Maschine muss mit der richtigen Temperatur und einer schönen Infusionskurve hier alles rausholen. Das Ganze dann aber auch mit einer Zeitsteuerung ähm, auf den Kaffee, das heißt, ich in der Tasse ungefähr, es ist ja zeitgesteuert, nicht volumetrisch, die gleiche Menge drinnen habe. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Machen wir das Ganze nochmal. Ich habe 14 Gramm Kaffee. Was mache ich? Ich gebe den Kaffee hier rein. Gerade mit einem Kaffee, wie ich ihn jetzt habe, kann es dann schon einmal, der ist ziemlich fein gemahlen, recht eng werden. Und da muss man ein bisschen nachhelfen, dann ist er auch schön drinnen. Und dann dreht man einen Schritt weiter. Und jetzt ist der Temper sozusagen vorne. Und den Kaffee, den ich jetzt reingegeben habe, den drücke ich hier mit jetzt, indem ich hier anziehe. Drücke ich den an und temper ihn richtig schön. Nehme dann meine Tasse. Idealerweise ist die Tasse warm. Wie ich sie gerne mit dem heißen Wasser oder aus dem Wasserkocher vor, dann ist das einfach einen Tick besser. Tasse drunter. Die Maschine geht extrem schnell in einen Ruhemodus. Aber eigentlich ist es angenehm, weil sie ist schon wieder ready. Ich drücke auf den Knopf. Und sie bereitet sich eben vor, bereitet die holt sich das Wasser hinten aus dem Wassertank, bereitet die Temperatur vor und dann fängt die Extraktion an. Das funktioniert zügig, schnell und sauber. Ihr werdet es eh gleich sehen. kommt da richtig schön raus. Da habe ich dann eine richtig schöne Tasse Kaffee. Sie macht eine Tasse auf einmal, aber ich habe eine Tasse Kaffee mit 14 Gramm Kaffee gemacht. Ähm, in der Tasse sind ungefähr drinnen so an die 16 bis 17 Gramm. Im Milliliter ist es mehr, weil der Kaffee extrem viel Creme macht. Aber in Gramm ist es das. Das sind dann eins zu eins. Jetzt auch wenn das Mal gut etwas grob war, habe ich mehr genommen, habe dann natürlich mega viel Geschmack drin. Das heißt, ich habe da eine super Tasse Espresso und wenn ich will, habe ich einen externen Milchschäumer, stelle ihn daneben und kann damit dann meinen Cappuccino machen. Und das ist eine super Basis dafür. Ich muss echt sagen, bin hin und weg, wie gut das funktioniert. Jetzt vergleichen wir die Maschine gleich einmal mit einem echten Siebträger, der in einer ähnlichen Preisregion ist. Weil preislich, ich, ich habe das unten reingelinkt, weil die Preise ändern sich halt laufen, ist das Set zusammen eigentlich äußerst leistbar und der Komfortfaktor ist extrem hoch, weil sie ist nicht zu so penibel mit dem Malkrad. Eher fein, dann kriege ich klassisch italienisch den Punch rein. Mehr Kaffee ist immer meine Devise, wenn ich mehr Kaffee nehme, gerade wenn der Malkraut grob ist, habe ich halt viel Geschmack drin und das wollen wir in der Tasse haben. Und wir haben Rekiko Master, der belohnt das voll und ganz. Es ist süß, es ist mandelig, es wäre ein Stück Zucker drinnen, es ist unglaublich cremig. Richtig, richtig gut. Und dann ich habe einen Kaffee, ich habe ihn genossen, ich habe gedacht, uh, das war gut. Temper nach oben, Warte mal dazu mal, Temper nach oben und dann einfach drehen. Ich kann das eh nur in eine Richtung drehen. Dabei wird der Puck, der kaffee Kaffeepuck aus der Maschine ausgeworfen, der landet dann unten drinnen und sie ist wieder ready to go und ich kann einen frischen Kaffee reintun. Aber jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit einem Siebträger. Darauf bin ich jetzt gespannt. Wir vergleichen einen kleinen, preislich auch sehr vergleichbaren Siebträger mit der Jura. Das ist die Lilith Anna, die pl 41 lem ähm, Gemahlen habe ich im Lilith Fred. Hier habe ich den Kaffee gemahlen. Ähm, wir nehmen den gleichen Kaffee. Wir nehmen den ähm, Rikiko Master. Und wir machen mit beiden einen Kaffee. In das Sieb hier, weil ich auch zwei Kaffee mache, gebe ich 15 Gramm Kaffee hinein. Aber jeder, der einen Siebträger hat, kennt es, für alle anderen, aus diesen 15 Gramm mache ich zwei Espresso, ähm, die haben dann zusammen so um die 30 Gramm, wir sind da jetzt nicht zu genau, aber das ist so die Range und hier haben wir ja vorgesehen, gebe ich 14 Gramm Kaffee hinein, und mache damit einen Kaffee, der ungefähr 15, so bis 18 Gramm dann hat, oder eben ein Espresso ist, das sind so 25, 30 Milliliter mit der Crema. Ähm, genug mal vom Technischen, jetzt malen wir mal bei beiden Kaffee, hier müssen wir wieder bis zur Markierung malen. Und da können wir gleich mal zum Wichtigsten reden und für wen das natürlich auch geeignet sein könnte. Die Lady Lana ist ein super Siebträger, perfekter Einsteiger und auch für Aufsteiger und für Leute, die wissen, was sie machen. Die macht einen guten, grundsoliden Kaffee. Ganz wichtig, sie macht aber nichts alleine. Das heißt, wenn ich nicht sauber arbeite, mit der Mühle umgehen kann, mich damit ein bisschen spiele und auch weiß, was ich mache, ist der Kaffee aus der Maschine entsetzlich. Wenn ich weiß, was ich mache, ist er verdammt gut. Hier muss ich nicht sehr viel wissen. Das funktioniert einfach. Ich muss wissen, mit der Taste mache ich die Maschine an und mit der mache ich den Bezug. Das ist es schon. Da gieße ich das ein und drehe ich und das wird schon alles klappen. Jetzt machen wir mal nebeneinander den Kaffee und schauen mal was rauskommt. Geben wir als erstes mal den Kaffee schon in die Jura rein. Das Eingießen ist ein bisschen interessant gelöst. Es funktioniert, aber gerade wenn man so fein gemahlenen Kaffee verwendet, wird es ein bisschen schlampert. In nehme ich hier. Den Siebträger, mache ihn trocken. Die Maschine ist gut auf Temperatur und macht den Kaffee. Und hier fängt schon an. Ich, alles, was die andere Maschine mehr oder weniger automatisiert oder auch kontrolliert macht, muss ich hier selber machen. Ich mache es jetzt auch möglichst einfach. Ich habe es echt nur in den Siebträger gegeben. Sehr ähnlich wie es zu der Maschine passiert. Temper das Ganze. Das ist jetzt hier getempert drinnen. Das Pendant dazu bei der Maschine hier ist, ich drehe rüber, ziehe diesen Hebel. Und drücke runter. Und jetzt ist es auch hier getempert. Jetzt ist es auch in der Maschine getempert und ready. Und das gleiche hier. Das machen wir beide gleichzeitig. Hier spanne ich ein. Stelle drunter und mache den Kaffee. Und das gleiche mache ich hier drüben. Stelle die hier drunter und mache den Kaffee. Drück mal hier drauf. Drück mal hier drauf. Und los geht's. Die Jura holt sich erst das Wasser, bringt es auf Temperatur und schickt es dann durch. Dadurch dauert das ein bisschen länger, schaltet dann aber alleine ab und der ganze Prozess geht dann doch ein bisschen schneller. Jetzt haben wir die beiden Cafés hier nebeneinander. Jetzt, ja, uh, darauf bin ich richtig gespannt. Würde ich mir schwer tun zu unterscheiden, muss ich ehrlich sagen. Warte, ich gebe euch mal die, die Perspektive von mir hier. Könnt ihr euch das auch anschauen? Also ich tue mir schwer zu sagen, welche jetzt welche ist. Ja? Das ist der Siebträger, das ist der die Jura Ono. Ich wollte sagen, Vollautomat, aber ist sie ja auch nicht wirklich, sondern ihr mehr so ein Zwischending. Also von der Optik her, verdammt ähnlich. Wir haben gleich viel drin, wir haben den gleichen Kaffee, wir haben ihn natürlich verschieden zubereitet. Jede Maschine braucht ihren eigenen Mal, gerade ihre eigene Menge. Aber schauen wir mal, was wir da geschmacklich unterscheiden können. Ich fange mal mit der, mit der Jura an und nein, das ist kein Blindtest, aber. Wir werden gleich sehen, ob na da. Uh, wow, süß, dicht, gut. Uh, das ist echt, echt fein. Schau mal hier. Uh. Verschiedene Kaffees. Aber eins einmal ganz klar: Die Jura ist dichter und voller. Und das ist relativ einfach. Ich habe einfach viel, viel mehr Kaffee genommen. Das Ding ist wie eine süße Praline. Verdammt gut. Also, ich bin selber überrascht. Das kommt da sehr gut mit. Also. Wenn ich mir das jemand hinstelle, sage ich, oh, super Kaffee gemacht, was hast du denn für einen Siebträger? Das geht absolut durch. Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr feine Auflösung. Ich habe ein paar Bitternoten auch mehr drinnen. Ich glaube, die Maschine ist einen Tick heißer. Ist auch eine Boilermaschine, die schon länger jetzt an ist. Ich habe da mehr Masse und so weiter. Aber. Mmh. Ja, also. Weil wir da mehr Kaffee verwenden, habe ich einen cremigen, vollen Körper, der schon fast ölig ist. Es kommt extrem nah an den Siebträger. Das wirklich Schöne, was ich da jetzt echt sagen muss, ist, ich habe halt wahnsinnig wenig Arbeit und wahnsinnig wenig Sauerei. Weil, was ich jetzt mache, ist, ich mache den Hebel hoch, drehe das Ding einmal herum. Sache ist erledigt, ich zeige euch nachher, wie man das Ganze putzt. Hier, es passiert immer so schön, off-camel, damit ihr es nicht zieht. Muss ich ausklopfen, muss ich putzen, muss dann alles sauer bekommen, weil ich halt das lose Kaffeemehl hier auch auf der Dusche hatte. Es ist immer ein bisschen eine Sauerei, das gehört zum Siebträger machen dazu, habe ich immer gesagt. Beleid mich eines Besseren. Ich habe natürlich beim Siebträger einfach mehr Kontrolle über mal und über alle Spielereien, aber, hui, ich muss euch sagen, also, verdammt guter Kaffee aus der Anna, aber dieser Tick mehr Kaffee, den ich hier verwenden habe, ja, und man muss schon sagen, wenn wir haben jetzt rein, Blue Ratio rechnen. Also, Blue Ratio ist das Verhältnis von Kaffee, den ich verwende für dann Kaffee in der Tasse. Das Verhältnis sozusagen vom Pulver zu Kaffee ist hier fast 1 zu 1 und hier gehe ich 1 zu 2. Und wenn ich bei 1 zu 1 gehe, wird es entweder im Sieb sehr eng oder ich muss mit einer Tasse arbeiten. Geht auch, aber das wird brutal bei so einer Maschine, weil die Extraktion einfach höher ist. Also, ich muss sagen, ich bin absolut überrascht von Ono, was die rausholt. Um das Geld, so ein gutes Ergebnis. Sehr gut und wenn ihr euch nicht viel herumspielen wollt, sondern einfach einen guten Kaffee haben wollt und nicht zu so viel herumtun und nicht zu so viel fein tweaken und hier wiegen und da wiegen und so weiter, was ich natürlich heiß liebe, aber manche wollen auch einfach nur Kaffee trinken und da ist sowas dann echt super. Aber jetzt schauen wir uns das Ding nochmal genauer an, wie es dann mit der Reinigung und Pflege ausschaut und wie das dann im Detail funktioniert, weil so bin ich schon mal sehr angetan. So, nachdem wir uns diesen Vergleich jetzt angeschaut haben, der mich auch etwas überrascht hat, muss ich zugeben, schauen wir uns mal an, wie dieses Ding eigentlich funktioniert. Ich meine, ich finde die Lösung, dass ich einen Vollautomaten hernehme und die Mühle auslage, eigentlich super. Gute Mühlen haben sie in den Jura-Maschinen eingebaut. So extra funktioniert sie genauso gut. Ich, es ist nicht so penibel mit dem Malgrad, wie ich es beim Siebträger habe. Das heißt, es ist relativ easy zum Handhaben. Kaffee hier rein, dann drehen und tempern. Ich finde das eine lustigen. Ansatz, der auch gut überlegt ist und gut funktioniert. Thermoblock drinnen, das können sie jetzt im Vollautomaten einfach gut bei Jura. Dann mit dem, mit dem Timer für die Shotlänge, genau genug für unser Eins, sage ich einmal, für die meisten ja. Und ich zeige euch jetzt einmal, was da eigentlich rauskommt aus der Maschine. Wir haben jetzt ein paar Kaffees damit eben gemacht und das hier vorne, wenn ich das hier so jetzt rausziehe, ist im Endeffekt wie beim Vollautomaten. Ich habe hier meine Pucks und ich habe hier drinnen das Wasser in der Abtropfschale. Es bleibt halt weniger Wasser über. Die Pucks sind einfach eine sauberere Geschichte. Das ist halt schon schon was Feines. Und am Ende vom Tag sagen Sie, sollen wir die Maschine mal durchspülen? Das geht eh ziemlich easy eigentlich, ja. Wir haben jetzt keinen Kaffee drinnen. Stellen wir wieder die Taste drunter. Schalten Sie mal an, spülen wir sie mal durch. Sie hat dann ein Reinigungsprogramm. Das funktioniert genauso, wie ich euch vorstellt. Reinigungstablette rein und durchspülen. Das ist sehr, sehr nah an einem klassischen ähm, Vollautomaten. Da, da gibt es wenig zu tun. Ich muss mich halt nicht um die Mühlenreinigung kümmern, weil da halt nichts gemahlen wird drinnen. Das macht das halt auch schon sehr angenehm. Und ich spüle jetzt dann, wenn es aufhört zu blinken, einmal durch hier. Und dann ist das auch sauber. Und dann zeige ich euch kurz mal drinnen, was hier zu machen ist. Ja. Generell gibt es hinten einen Wasserfilter zum Einsatz. Ich arbeite hier schon mit gefiltertem Wasser, also habe ich das Problem nicht. Aber das ist auch super einfach anzuhaben. Ähm, aber das ist, wie man es auch von Jura gewohnt ist. Was man vielleicht nicht von Jura gewohnt ist, ist einfach der Preis, weil das Ding ist eigentlich ziemlich günstig. Und dafür schaut es aus und macht einen verdammt guten Kaffee. Ja, jetzt spülen wir halt einfach Wasser durch. Danach haben wir das erledigt. Wunderbar. Das wieder hoch. So, Maschine ausmachen. Und was man jetzt am Ende vom Tag machen soll, ist einfach das Ausleeren natürlich alles. Und dazu kommt das hier nach hinten. Ich schaue, dass die Maschine auch ausgeschalten ist. Und dass das oben ist. Ich schaue jetzt gerade. Ja, es sagt mir und das finde ich auch verdammt praktisch, dass die Abtropfschale voll ist und dass ich die ausnehmen muss. Das heißt, dafür gibt es einen Sensor und dann kann ich auch das hier nämlich runternehmen. Und das soll ich eben am Ende vom Tag immer machen und ich zeige euch das jetzt hier im Detail. Das soll man ausspülen, den Teil hier. Den Teil soll man auch nicht ausspülen und abspülen, damit das schön sauber wird und drinnen die Maschine mal auswischen und das war schon der Reinigungsvorgang für den Tag und hier drinnen sieht man jetzt auch im Detail wie die Sachen funktionieren. Und zwar sehe ich hier, wie dieser Temperblock block runterfährt und wieder rausfahrt und ich damit einfach den Kaffeepuck zusammendrücke und hier drinnen, hier ist der Kaffeepuck, mit dem ich dann eben arbeite und meinen Kaffee mache. Hier wird der Kaffee ausgeworfen und das hier drinnen, da wird er einfach herumgefahren sozusagen und dann rausgewischt und so macht er den Siebträger, den Puck einfach sauber. Ich finde, das ist... Ziemlich einfach und simpel gelöst. Und verglichen zum Vollautomaten habe ich da viel mehr Einblick in das, was passiert und kann es auch besser pflegen. und Dementsprechend ist die Maschine auch ein bisschen günstiger natürlich als eine andere Jura-Maschine. Das Ergebnis ist aber wirklich gut. So, nachdem wir die Maschine jetzt gereinigt haben, stellt sich für mich die Frage, für wen ist die Jura Ono eigentlich? Ist das was für einen echten kaffee afficionator für jemanden, der eigentlich einen Siebträger haben will? Ähm, kann da jemand, der auch einen Siebträger hat, damit was anfangen oder ist das so ein Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Ding? Und ich muss sagen, es ist, eine, es ist ein Zwitter-Ding. Es ist schon fast ein Siebträger, aber nicht wirklich. Es ist auch kein Vollautomat, weil ich einfach mehr Kontrolle über die Kaffeemenge habe, die ich hineingebe und dadurch einfach mehr Parameter habe, mit denen ich spielen kann. Ein Siebträger ist es absolut nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, den Geschmack derart fein zu tunen und damit zu arbeiten und das zu manipulieren. Aber ich kriege einen dichteren und besseren Espresso als aus einem Vollautomaten. Und in der Hinsicht ist das auf jeden Fall interessant für jeden, der gerne einfach einen guten Kaffee trinken will, ohne zu viel Sauerei, ohne zu viel Geld auszugeben und auch nicht hunderte Barista-Kurse machen will oder sich die Zeit nehmen will, das zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen. Und in der Hinsicht hat die Maschine, von der ich das nicht erwartet habe, bevor ich sie getestet habe, muss ich zugeben, wirklich eine Daseinsberechtigung. Preis-Leistung passt da voll. Ist jetzt ziemlich schick, wie ich finde. Passt wahrscheinlich in die meisten Haushalte gut rein. Macht auf jeden Fall hundertmal besseren Kaffee als jede Kapselmaschine. Und ich kriege aus der Maschine einen richtig guten Kaffee raus. Es ist nicht das gleiche wie ein Siebträger, aber das haben wir jetzt schon geklärt. Aber es ist auf jeden Fall was anderes als ein Vollautomat. Es ist so wunderbar dazwischen. Und da habe ich mir immer schwer getan. Was kannst du jetzt empfehlen? Ich muss immer, willst du eher einen leichteren Kaffee, willst du eher einen dicht das Thema hat sich hier ein bisschen geklärt. Ich habe etwas Interessantes, Hybridmäßiges so dazwischen. Einen dekonstruierten Vollautomaten mit einer kleinen Mühle extra und einer kleinen Maschine, die auch optisch was hermacht und so simpel aufgebaut ist, dass ich mir auch erwarte, dass das gut hält und gut lange schöne Ergebnisse bringt, ohne dass man viel herumtun muss. Also, das war meine Vorstellung der Jura Ono. Wenn ihr zu dieser Maschine noch Fragen habt, Schreibt es mir bitte unten. Ich werde mich bemühen, sie zu beantworten. Ähm, ich fand sie einfach interessant und wollte sie unbedingt einmal testen. Ich hoffe, das hat euch auch interessiert. Und wir werden uns ein paar Kuriositäten jetzt in nächster Zeit einmal anschauen und schauen, wo die Kaffeemäßig stehen, auch aus der Sicht von absoluten kaffee -Nerds. Aber ich bin der Philipp von Vittoria und das war die Jura Ono. Danke euch!